Die sehen bösartig aus. Riesentausendfüßler, Igitt. Also diese arkane Magie füllt immer, genau, wie ihr es hier seht. Für jeden normalen Angriff kriegt man tatsächlich einen Punkt wieder nach jedem normalen Angriff. Das heißt, ihr müsst euch echt überlegen, wie oft ihr Spezialangriffe einsetzt. Okay, hauen wir erstmal den da ins Nirvana. Wie geht? Schuss dann. Ist betäubt, oder? Nee, sie nicht. Kaputt hauen. Oh, ein Konterangriff. Das ist ein gut gepanzert, wie mir scheint. Von unten seht ihr übrigens, wer beim dran ist. Das hat was mit der Initiative zu tun. Und manche Kreaturen sind gegen bestimmte Sachen einfach nur empfindlich. Zum Beispiel gegen Keulen oder es gibt auch spezielle, einige Waffen machen auch Spezialschaden gegen bestimmte, was das. Oh. Das ist praktisch. Das wusste ich auch gar nicht, wenn es sowas gibt. Ein Durchkommen werde ich auf jeden Fall. Ich will einfach nur ein bisschen rumlaufen. Und noch ein bisschen Geld mitnehmen. Als irgendwelche Trottel verloren haben. Naja. Hält sich so in Grenzen, was wir jetzt gerade haben. Das sind natürlich noch die Anfangskämpfe. Ja, die Kämpfe später, die können echt anstrengend werden. Vor allem gegen einige Bosse. Da sind es zwei. Echt ekelhaft. Aber noch leichte Gegner. Wenn Kinder die schlagen können, können die so stark nicht sein. Wow, das gibt's auch. Übrigens im Gegensatz zu Ni no Kuni. Eine Niederlage bedeutet wirklich das Ende des Spiels. Also wenn wir verlieren, ist das Spiel wirklich vorbei. Dann war's das. Okay. Ich wollte jetzt keinen Hinterhalt riskieren. Ah, wir haben einen Vorteil. Das sieht er eigentlich nur unten. Dass man dadurch halt viel mehr Initiative als der Gegner hat. Keul Level up. Und sie hat Wurfwaffen Level up. Also ist doch so, dass es für die einzelnen Waffen ist. Ah, man konnte sie quasi schütteln. Ich will noch ein bisschen hier rumlaufen noch. Und Geld sammeln. Mann, die haben Gesichter wie die Aliens jetzt geben. Übrigens ein höheres Waffenlevel garantiert mehr kritische Chance. Wachstumsschub, yeah! Also erhöht. Ich brauche viel, also wir steigen viel schneller auf als du. Erhöht höhere kritische Chance und gibt auch tatsächlich mehr Schaden. Also es lohnt sich, eine Waffe ziemlich hoch zu kriegen. Okay, manche kann man schütteln, manche nicht. Interessant.
Tasching. Noch vorher werde ich kurz gucken. 408. Also haben wir eh gleich Prügel erstmal. Sind jetzt beide da? Ja. Mach du den platt. Du machst mal die Marienkäfer kaputt. Der macht einen Spezialangriff, der Arsch. Au. Ja, der ist schneller fertig. Ja. Gut. Noch schaffen wir sie. 14 Gold immerhin schon. Ist nicht viel, ich weiß. Okay, soll ich mal gucken. Wie viel haben wir jetzt? 422. Ah, oh, okay, das ist echt nicht der Rede wert. Aber wie ihr schon seht, genug Tausendfüßler können einem das Leben zur Hölle machen. Was sind gemeiner Marienkäfer? Du musst doch gucken, dass ich die entsprechend aufteile. Ich weiß nicht, bin ich jetzt geheilt wegen dem Level-Up? Nein, bin ich nicht. Was könnten das Vieh? Das war relativ simpel. Bringt aber auch nicht wirklich was. So. Falsche Taste. Kann ich nicht, wenn ich hier Flug versuche. Ach, egal, ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Vielleicht soll ich den Weg nicht unbedingt folgen. Ah! Okay, wer ist erst dran? Justin. Auch mal ein V-Hieb auf das Vieh hier. Mach mal den Mana-Käfer da weg. Versuchen wir das Vieh zu erwischen. Autsch. Machen wir sie kaputt. Alles noch simple Kämpfe, aber wie gesagt, das wird noch, wie es halt immer ist, anfangs sind die Kämpfe halt noch echt easy und dann später, da hätten wir das ein Gegengift. Es gibt auch Heilkräuter. Ui. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich hier schon mal einen loswerde gleich am Anfang. Kann ich zurück eigentlich? Ja. Denn ehrlich gesagt würde ich mich gerne mal den hier machen lassen. Du kannst ja gleich mal heilen beim nächsten Mal. Oh. Einmal Rara.
Ja, das hatte ich noch im Kopf, 25 Heilung. Gronkh hat das in einem seiner Videos mal gehabt. Ich habe es damals sofort erkannt in den Videos. Dank des Raras kann ich mich übrigens unterwegs heilen. Muss man aber auch wissen. Ach ja. Kann ich eigentlich auch laufen? Ah, ich kann laufen. Scheiße, da komme ich nicht ran. Hinterhalt. Nee, ich hab Glück gehabt. Das mit dem Laufen war mir nicht mehr bewusst. Naja, ein Schaden, damit komme ich klar. Sehr schön. Okay, wenn ich laufen kann, dann würde ich mir gerne das Gegengift da oben holen. Was noch eine Besonderheit ist, also dass unser Inventarlevel ist tatsächlich begrenzt nach unseren Charakteren. Okay, ich kann nicht endlos laufen, wie mir scheint. Gegengift oder ein Heilkraut? Nach dem Laufen muss ich auf jeden Fall erholen. Ich weiß, hier gibt es etliche zu finden, aber es ist halt nichts Wichtiges. Auf zu den Sultruinen. Hier gibt es auch mehr Monster. Dann alle. Es gibt später auch so ein paar Gegenstände, die einem auch Sachen erlauben, in Luft zu sprengen. Also im Kampf gegen die Luft zu sprengen. Wer da Kinder haben wir nichts verloren. Doch, schauen Sie mal, wir haben ein Empfehlungsschreiben. Was? Kurator? Was denkt sich dabei, Kinder sowas auszustellen? Das muss ich ja nicht kümmern. Lassen Sie es einfach rein, okay? Na gut, komm rein. Attention! Soldiers fall in! Salute! Listen up! After traveling all the way from the new continent. We won't tolerate failure. Be sharp out there. Meet at the stage on level 1. Call roll by regiment as soon as you arrive. And stand by for orders. Tension! Fall in! Right base! March! Double time! Say, Saki. It was your troops who made us late. Aren't you a little lax on discipline? Don't give me that, Nana! The last time they were late, I made them all give me 3,000 quark! Oh, Saki. You're such a muscle freak. I'd make them go without rations for 100 days. Oh, Mio, you're too kind. If it were me, I'd give them 5,000 lashes. Then I'd pickle them in brine and give them 100 days in a brick. That would kill him. If Herr Mullen were to get wind of that, he'd have your head. No problem. I just swear him to secrecy, and Herr Mullen would never be the wiser. Come on. We need to get going too. Or we'll be late for the rendezvous. Right, Mio. If we were to be late, it'd be harder to discipline the troops. Ja, Tankgranaten als Ohrringe. Die drei werden wir noch öfters sehen im Spiel. Und ehrlich gesagt, 100 Tage ohne Essen, dann wirst du bald keine Soldaten mehr haben. Weil das überlebt man halt nicht.
Oh, Puffy, halt mal die Luft an. Oh, oh, oh. Was ist los, Puffy? Ach so. Da ist wohl jemand verliebt. Ich glaube, hier gab es nicht viel zu holen. So, da. Was? Kindern in Sultruinen? Kommt ihr rein? Antwortet. Die Ruinen sind unterirdisch, oder? Darf ich die mal sehen, bitte? Höchst verdächtig. Wer seid ihr? Ich zeige keine Gnade für niemanden. Antwortet. Ich renne lieber. Ich berate mich mit zu. Ich zeige den Brief von Corrado vor. Machen wir mal. Abenteurer sollten sich eigentlich auch an gewisse Regeln halten. Wir besichtigen die Sultruinen. Wir haben von Empfehlungsschreiben von Corrado des Bahnmuseums. Empfehlungsschreiben? Das Ding da? Tja. Sieht in der Tat echt aus. Eben, wir sind absolut vertrauenswürdig. Also dürfen wir jetzt unter Tage. Ohne Tage wollt ihr also. Na schön, aber erst möchte ich dieses ominöse Empfehlungsschreiben näher betrachten. Empfehlungsschreiben ausgehändigt. Oh nein! Bye bye! Ups, keine Empfehlungsschreiben mehr. Sieht ganz aus, als wären ihr zwei Kanaltypen illegale Eindringlinge. Sehr richtig, Eindringlinge müssen wir dingfest machen, foltern und jenseits befördern. Da ihr allerdings Kinder seid, lasst mich diesmal Gnade verrechnen. Verschwindet aus den Sultruinen. Gehen wir, sag ich Mio. Wir haben keine Zeit für diese armseligen Würmer. Was für Widerlinge. Die glauben, was glauben die, wer die sind? Egal, Justin, gehen wir einfach nach Hause. Kein Fall zu, ein echter Abenteurer gibt nicht auf. Es geht doch gerade erst richtig los. Justin, willst du da wirklich runter? Dass du hörst, was die drei gesagt haben. Das schon, aber so geheimnistorisch, wie die sich aufführen, haben die bestimmt was zu verbergen. Das ist doch fast wie ein Geständnis. Da gibt es Geheimnisse zu erforschen. Das kann kein Abenteurer ignorieren. Oh, Justin. Weißt du, ich habe mir fast gedacht, dass wir sowas irgendwann passiert. Bin gerade nicht. Was habe ich denn? Ah ja. Ich habe ein Schneidebrett. Ein Holzfeil und ein Holzfeil. Nehme ich mal das Holzschwert. Okay, das ist absolut identisch. Anstatt die Brille. Okay, habe ich leider nicht. Halt. Klitzekleine Schuhe. Sus Lieblingskleidung. Die macht's schlechter. Ein Band. Besser verteidigen. Nicht viel Schutz. Verbeultetop ist nicht besser als ein Band. Interessant. Fäustling, niedliche Fäustlinge. Ja. Garlisle Force, Mullen Company, fall in, face forward. Salt Ruin Special Survey Team, roll call. Squad leaders, front and center. Sergeant Nana, leader of the Bloody Rose Squad, reporting. Sergeant Saki, leader of the Lightning Star Squad. All men accounted for. Sergeant Neo, leader of the Desert Moon Squad. All men present.
Colonel Mullen will now address the troops before deployment. All soldiers, listen carefully. Yes, Lieutenant. My dear soldiers, our squad will now commence the final excavation of the Sult ruins. Operation Yggdrasil is entering the final stage. Now we only have to find the last remaining piece. I needn't remind you that the depths of these ruins are dangerous. You may even be risking your life. However, this is our time. You, the Honorable Garlout forces, will bring a great boon to humanity. Go! You, the elite of Garlisle, will open the door to the wisdom of the ancient Angelo civilization. I am counting on every one of you. Yes, sir! Bloody Rose Squad, you take the east. Lightning Star Squad has the west. Desert Moon Squad, take the south. You have your assignments. We're counting on you. Good luck. Yes, Lieutenant. The time is 15:06 hours. All squads have begun operations. Lean. You've also become quite an able aide-de-camp. Huh? Oh, thank you, Herr Mullen. Well, let's get to work ourselves. Let's go, Lean. Yes, sir. Justin, hörst du das? Ja, da ist irgendwas. Gehen wir so. Die beste Idee, die man haben kann. Guck mal, die eigentlich rein. Ne, sieht nur so aus. Das ist gefährlich, da gehen Soldaten. Ah, ja. Ich finde es ein bisschen doof, dass nie angezeigt wird, wie viel das ist. Aber es, ja, an die Schleime kann ich mich noch erinnern. Grüner Schleim oder giftiger Schleim? Grüner Schleim. Ah, kann ich noch nicht. Alles gut. Solange Sus Rara noch kann, ist alles gut. Also voll die gefährlichen Monster hier schon. Ich kann mich noch entsinnen, das werde ich auch beim nächsten Mal so richtig erzählen, dass ich mich hier drin in gewisser Weise verlaufen habe. Mehr oder weniger. Ich weiß noch, man konnte das früher die Karte drehen mit den Sticks einfach ganz leicht. Hey, hast du gesehen, was... Wow, das war Oberst Mullen persönlich. Wow, endlich habe ich mal mit eigenen Augen gesehen. Was könnte er in diesen abgelegenen Ruinen wollen? Hey, hörst du so? Hier scheint etwas Unglaubliches zu geschehen. Ja, so werde ich da bestimmt alles finden, wenn er da hinten steht. Kann ich das eigentlich anquatschen? Nee, ist besser so. Wahrscheinlich. Gehen wir erstmal nach links. Hätte diese süßen Mädels nicht ärgern sollen, als sie auf die Akademie kamen. Ist etwas passiert? Ich habe zur gleichen Zeit wie sie angefangen, aber sie waren besser als ich. Jetzt bin ich Untergebener. Diese drei was. Die Vampir-Fledermaus? Baby-Fledermaus. Weil sie stark sind und nicht so stockig scheint. Jetzt habe ich auch ein Schwert. Jetzt fange ich übrigens neu an mit dem Level. Es gibt übrigens einen Cheat, dass man alle Charaktere auf
Level 99 hat, dann hat man tatsächlich 999 Lebenspunkte. Machen wir den da an. Auch nicht reicht das. Sieht gut aus. Das Schaden hätte ich den Grenzen. Das hat ihn halt gestunt. Ich glaube, ich bin mal. Also, es gibt drei Waffen, die Justin haben kann: Das ist Schwert, Keule und Axt. Ich glaube, die Axt habe ich irgendwie nie bei ihm geskillt. Warum weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach keinen Bock hatte, wieder von vorne anzufangen. Ist aber wichtig, dass er die Sachen eigentlich mitmacht, damit er auch wirklich alle Skills kriegt. Ich kann es nicht ertragen, diese Lee. Was will ich denn bloß hier? Jetzt, wo wir bei unserem Dienst näher an Oberst Malen rankommen, muss ich jetzt alles verderben. Ja, sie folgt Oberst Malen auf Schritt und Tritt. Die regt mich richtig auf. Meine Prognosen zufolge ist Leans Karriere als Studentin so gut wie vorbei. Mio, du planst etwas, vielleicht Reißzweck in Leans Stiefel? Oh nein, das ist viel raffinierteres. Ich tue etwas ins Essen, das einen dauerhaften Schlucker verursacht. Super, Oberst Malen sieht Lean bestimmt mit anderen Augen, wenn sie herumquackt wie eine Gans. Ihr denkt auch so kleinkariert wie kleine Kinder. Verstehe es einfach nicht. Alles, was wir finden, ist Müll. Kann dieses Zeug irgendwas wert sein? Grab es einfach aus oder willst du degradiert werden? Oder Wache schieben wie die Jungs da oben? Das nur Oberst gehört. Alles sicher, um was wir finden. Also bald eine Meinung für dich. Oh, tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ah, okay. Das geht nicht mehr zurück. Müssen die Soldaten wie wir hier irgendwelche Ausrüstungsarbeiten durchführen? Ja, ich weiß, was du meinst, aber wir dürfen nicht nachlässig sein. Sicherlich hat sogar Oberst Malen gesagt, dass es ein gefährlicher Einsatz ist. Hey, hast du schon gehört? In den tiefsten Tiefen der Ruinen soll es eine seltsame Statue stehen. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was da sonst noch sein könnte. Ich habe von Geistern gehört. Ah. Wer weiß. Ich habe mich gefragt, warum der Oberst extra hergekommen ist. Hast du gehört zu? Geister tief unten in Ruinen. Ja, das ist so aufregend. Ob mit den Neuen da hinten alles okay ist? Er hat sich ziemlich den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht, aber es war seine eigene Schuld. Das geht auch alleine so tief in die Ruinen. Oberst Malen hat so oft gesagt, dass man nie weiß, was in Ruinen passieren kann. Vor uns scheinen Gefahren zu liegen. Ja, aber das ist okay für mich. Ja, wenn sich jemand in den Kopf stößt, also... Wenn ich aus dem Auto steige, laufe ich immer Gefahr, mir den Kopf zu stoßen. Leben am Limit. Da sind die Schuhe. Mein Gott, wir sind umzingelt. Nimm das! Moment, wieso liegt die eine da unten noch? Okay. Hat die einen Einschlag überlebt? Glanzschuhe. 2 Golddublone. Ja, Geld hilft, aber ist tatsächlich nicht unbedingt notwendig.
Die sehen uns nicht mal hier. Okay, da, ach, Entschuldigung, mein Fehler, aber die könnte uns eigentlich sehen. Die Mio. Heilen ist immer ganz gut, aber erstmal speichern. So, dann war das meine erste Aufnahme. Das war Let's Play Grandia für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bye Leute.